Den Grundstein für Vertrauen legen vertrauensvolle Worte. Menschen brauchen gute Gründe, um uns ihr Vertrauen zu schenken. Doch damit nicht genug. Sie brauchen auch die Bestätigung dafür, dass sie mit uns nicht aufs falsche Pferd gesetzt haben. Wir müssen uns also als würdig erweisen und das am besten in regelmäßigen Abständen. Doch auch Sprache und Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, die eine Vertrauensbasis schaffen und ebenso gut natürlich auch wieder zerstören können. Unbedachte Äußerungen richten enormen Schaden an. Glücklicherweise kannst du aber auch mit den richtigen Worten beständig daran arbeiten, dass man dich als integre und verlässliche Persönlichkeit wahrnimmt. Welche überzeugenden Aussagen du dafür in deinen Wortschatz unbedingt aufnehmen solltest, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Ich verstehe. Der Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis ist die Empathie. Wir werden nie auf einen grünen Zweig kommen, wenn wir uns nicht wenigstens darum bemühen, einander besser kennenzulernen. Mit einem einfachen, aber effektiven Ich verstehe kannst du sehr viel positives Feedback transportieren, ohne dich platter Lobhudelei oder irgendwelcher Phrasen bedienen zu müssen. Menschen sehnen sich nach Anerkennung und Akzeptanz. Vermittelst du ihnen dieses Gefühl erfolgreich, hast du gute Karten. Nummer 2. Die Erfahrung hat gezeigt, dass. Warum sollten dir Menschen glauben, wenn du deinen Standpunkt und deine Meinung durchdrücken willst? Du musst ihnen schon ein paar Argumente liefern, wenn du nicht gerade eine Diktatur ausrufen willst. Und das würde dir zweifellos weder Respekt noch Vertrauen bescheren. Baue auf Fakten, auf wissenschaftliche oder statistische Daten und eben nicht zuletzt auf deine Erfahrungswerte. Wer glaubhaft sein möchte, muss schon etwas liefern, woran man glauben kann. Nummer 3. Sorry, mein Fehler. Kaum etwas ist so wichtig für ein gelungenes Gemeinschaftsleben wie das Zugeben von Fehlern. Es geht dabei nicht um die Schuldfrage. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Gib es zu, wenn du Mist gebaut hast. Du musst dich dafür nicht mit Asche überhäufen oder den reuigen Sünder spielen. Aber bekenne dich dazu und flüchte dich nicht in lahme Ausreden. Das hat keinen Stil. Nummer 4. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Auch das ist ein wichtiger Punkt, der zum Sympathiepunkt werden kann, wenn du nicht damit hinterm Berg hältst. Was wären wir denn ohne die Hilfe von anderen? Es gibt für alles Experten und wir brauchen jeden einzelnen davon. Sag es den Menschen, wenn sie dir das Leben oder deinen Tag gerettet haben. Jeder fühlt sich gerne gebraucht und jeder genießt ein klein wenig Anerkennung. Nummer 5. Ich bin ganz Ohr. Es reicht nicht zuzuhören. Du musst betonen, dass du jetzt und hier ganz Ohr bist. So erreichst du, dass dein Gegenüber sich wichtig und gehört fühlt. Du bietest ihr oder ihm damit eine Bühne für sein Anliegen. Menschen, die besonders respektiert und geschätzt werden, besitzen die Fähigkeiten, jedem ihrer Gesprächspartner das Gefühl zu vermitteln, der wichtigste Mensch weit und breit zu sein. Nummer 6. Ich vertraue dir. Dieser Satz ist von enormer Bedeutung und zwar in jedem Kontext. Beruflich gibst du damit grünes Licht für die Kompetenz und Entscheidungsbefugnis anderer. Privat ist es fast ein Liebesgeständnis. Kaum jemand verschenkt sein Vertrauen leichtfertig. Die meisten Menschen sind gebrannte Kinder und überlegen sich diesen Schritt lieber zweimal. Indem du diese Worte aussprichst, verleihst du ihnen Bedeutung. Etwas, worauf jemand bislang nur hoffen konnte, wird damit besiegelt und amtlich sozusagen. Nummer 7. Deine Meinung ist mir wichtig. Auch mit diesen Worten können wir unsere Umgebung im Sturm erobern. Alle Menschen lieben es, nach ihrer Meinung gefragt zu werden. Deshalb tun es ja auch so viele ungefragt. Aber ernsthaft, wenn du möchtest, dass jemand dir Respekt und Vertrauen entgegenbringt, mach den ersten Schritt und bitte um seine oder ihre Meinung.
Das ist eine Ehre und ein Kompliment und du profitierst auch noch davon. Nummer 8. Das würde mich sehr freuen. Was klingt wie eine Floskel aus dem Smalltalk-Knicke, ist in Wahrheit sehr viel mehr. Sag im Alltag statt okay oder geht klar, lieber Dinge wie das würde ich sehr gerne oder eben das würde mich sehr freuen. Damit verleihst du deiner Antwort eine ganz andere Qualität und dein Gegenüber freut sich, wenn du dich freust. Nummer 9. Wie sollen wir verbleiben? Diese Frage ist wichtig, wenn man weiterkommen will, ohne unnötigen Druck aufzubauen. Nach Meetings oder heiklen Gesprächen sollte idealerweise ein Ergebnis erzielt werden. Natürlich kannst du auch eine klare Ansage wagen, aber damit gewinnst du in Sachen Respekt und Vertrauen keinen Blumentopf. Stell lieber diese Frage oder ein einfaches: Wie geht es jetzt weiter? Du zeigst dich so ergebnisoffen und weiterhin gesprächsbereit. Nummer 10. Wie kann ich dir helfen? Hilfe anzubieten ist nie verkehrt. Bist du in der entsprechenden Position und hast die Mittel und die Möglichkeiten, solltest du nicht zögern. Indem du dieses Angebot so direkt und unvermittelt unterbreitest, wirfst du deinem Gegenüber die Rettungsleine zu. Dieser Satz ist nie verkehrt, egal ob im beruflichen oder im privaten Umfeld. Die meisten Menschen sind unendlich froh und dankbar, wenn man sie nicht im Regen stehen lässt. So gewinnst du ihr Vertrauen. Unser heutiges Fazit: Vertrauen und Respekt. Ohne sie ist alles nichts oder zumindest nicht sehr viel. Es gibt einige Spielregeln, die wir für ein gelungenes Miteinander beachten sollten. Höflichkeit, Anstand und ein respektvoller Umgang sind ein Muss. Wollen wir weiterkommen, müssen wir aber auch das Vertrauen unserer Mitmenschen gewinnen. Dieses kann man nicht kaufen oder erzwingen. Es ist schwer zu bekommen und leicht zu verlieren. Daher solltest du alles in deiner Macht Stehende tun, um dich seiner würdig zu erweisen. Achte beim Sprechen darauf, lieber Fragen zu stellen, als deine Meinung in den Vordergrund zu rücken. Hör gut zu, wenn andere sprechen. Daraus kannst du immer etwas lernen. Willst du punkten? Bitte andere um Hilfe oder um ihre Meinung. Jeder Mensch fühlt sich geehrt, wenn er gefragt ist. Entschuldige dich für deine Fehler, aber nur dafür. Bleib souverän und selbstbewusst, das hat noch nie geschadet. Aber gib auch deinem Umfeld Gelegenheit zu glänzen. So gelingt die Sache mit der Wertschätzung und dem Vertrauen. Dann musst du nur noch darauf achten, dass du beides auch behalten kannst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.